Liebe Zuschauer von Allround TV, grüß Gott und herzlich willkommen. Und ich freue mich heute ganz besonders, nach einer kleinen Sendepause wieder in einer Schalte nach Berlin unseren Heimatabgeordneten begrüßen zu dürfen, direkt aus dem Bundestag. Lieber Stefan Mayer, liebe Grüße in die Hauptstadt. Liebe Grüße zurück, Frau Dr. Pezzi, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass wir uns wieder zumindest so begegnen. Ja, die Themen gehen uns ja überhaupt nicht aus, hat man so das Gefühl, man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Vielleicht schauen wir erstmal auf die Energiepolitik. Lieber Herr Mayer, da ist ja momentan einiges in Bewegung bzw. in Stillstand geraten, je nachdem, von welcher Perspektive man das Ganze betrachten mag. Zunächst ein Thema, das bei vielen oder bei so manch einem das Frösteln ausgelöst haben dürfte. Das Bundeskabinett hat ja jetzt ganz frisch ihre Pläne zum Heizungsaustausch beschlossen. Im Großen und Ganzen das Ende der Öl- und Gasheizungen. Das kann womöglich teuer werden, vielleicht für den einen oder anderen sogar unerschwinglich. Die Regierung beschwichtigt mit die erregten Gemüter mit Aussicht auf Fördergelder, auf zinsgünstige Kredite, auf Klimaboni, wenn man denn die Heizungen schneller austauschen möchte. Ausnahmen gibt es auch im Gesetzesentwurf. Ja, alles in allem, wie sehen Sie das, Herr Mayer? Ist es ein ausgewogenes Konzept? Es ist ja ein ganz vielschichtiges Thema. Da haben Sie auf jeden Fall recht, liebe Frau Dr. Pezzi. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber es ist natürlich auch vor allem ein Thema, dass den Menschen, ist zumindest mein Eindruck, sehr schwer im Magen liegt, weil doch sehr viele Hausbesitzer, Immobilienbesitzer jetzt überlegen, wie sie sich verhalten sollen, wann sie vor allem auch Öl- und Gasheizungen auswechseln müssen. Mhm. Und ich halte also diesen Gesetzentwurf, der gestern im Bundeskabinett verabschiedet wurde, in keiner Weise für ausgewogen. Es ist aus meiner Sicht auch durchaus bemerkenswert und ich kann mich auch in der Form kaum daran erinnern, dass so etwas mal vorkam, dass eine Partei, nämlich die FDP beziehungsweise deren Vertreter im Bundeskabinett, eine Protokollerklärung abgegeben haben und zwar formal diesem Gesetzentwurf gestern zugestimmt haben, aber erklärt haben, dieser Gesetzentwurf bedarf noch weitreichender Veränderungen. Also um eines klar zu sagen, ich teile die Einschätzung der FDP. Ich bin der Meinung, so darf der Gesetzentwurf auf keinen Fall den Bundestag verlassen. Es ist auch üblicherweise so, dass der Bundestag auch natürlich bei vielen anderen Gesetzen Hand anlegt an ein Gesetz. Nur, was schon bemerkenswert ist, dass einer der drei Partner der Ampelregierung zwar sagt, naja, okay, wir stimmen dem Gesetzentwurf im Bundeskabinett zu, aber so darf am Ende der Gesetzentwurf auf keinen Fall den Bundestag verlassen. Also üblicherweise ist es eben so, dass Entscheidungen im Bundeskabinett immer einstimmig getroffen werden, also dass alle Koalitionspartner zustimmen, sonst wird ein Gesetz üblicherweise auch gar nicht im Bundeskabinett behandelt. Aber da sieht man eben schon, wie zerstritten und wie auseinanderdividiert die Ampel ist, und in der Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es in keiner Weise erklärbar, dass zwar über 80-Jährige ausgenommen sind von der Austauschpflicht von Gas- und Ölheizungen, aber 79-Jährige noch nicht. Ja, und Sozialleistungs- oder Sozialhilfeempfänger sind ausgenommen, aber, und da gibt es genügend, auch gerade bei uns in der Region, die keinen Bürgergeldbezug haben, aber trotzdem den Euro zwei-, dreimal umdrehen müssen und sich von der Hand ab den Traum des Eigenheims erspart haben, erarbeitet haben und jetzt vielleicht, weil sie auch noch keine 80 sind, gezwungen wären, die Öl- und Gasheizungen auszutauschen. Also um Ihre Frage klar zu beantworten, der Gesetzentwurf ist in keiner Weise ausgewogen. Er ist in meinen Augen klar durchdrungen von grüner Ideologie. Und wir werden als CSU natürlich dann im parlamentarischen Verfahren, der Gesetzentwurf kommt ja jetzt dann nach dem gestrigen Beschluss zu uns in den Bundestag, wir werden natürlich im parlamentarischen Verfahren uns nicht nur sehr intensiv mit diesem Gesetzentwurf auseinandersetzen, sondern mit Sicherheit, da können sich auch alle Bürgerinnen und Bürger sicher sein, nachhaltige und viele Änderungsanträge einbringen und hoffentlich dann sogar auch gemeinsam mit der FDP,
die ja wieder, wie gesagt, angekündigt hat, sie will selbst diesen Gesetzentwurf grundlegend verändern, dann diesen Gesetzentwurf noch deutlich ummodeln. Ja, da haben wir ja noch Hoffnung, lieber Herr Mayer, aber bleiben wir doch mal bei diesem Gesetzentwurf. Darf ich nachfragen, wie sieht es denn mit der Finanzierung aus, dieser Fördergelder und was da geplant ist, wo soll das Geld dafür herkommen? Ja, letzten Endes muss der überwiegende Großteil des Geldes von den Privathaushalten bestritten werden. Natürlich hat die Regierung, hat auch der Bundesenergie- und Wirtschaftsminister Habeck gestern angekündigt, es würde Unterstützungsleistungen geben. Sie haben diese auch schon erwähnt. Es würde Förderprogramme geben, Klimaboni und so weiter. Aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, wie die Rahmenbedingungen für die Förderung aussehen werden. Und ich finde schon, dass es fair wäre, dass man den Bürgerinnen und Bürgern wirklich von vornherein reinen Wein einschenkt und sagt, meine lieben Bürger, wenn wir von euch verlangen, dass ihr eure teuren Öl- und Gasheizungen austauscht, dann könnt ihr aber auch definitiv mit der Summe X als Unterstützung rechnen. Und einfach nur jetzt so mal pauschal anzukündigen, naja, es wird dann schon Unterstützungs- und Förderprogramme geben, das trägt aus meiner Sicht nicht zur Beruhigung und zur Planungssicherheit der Millionen von Privathaushalten bei, die jetzt ja vor dem Zwang stehen, dass sie ihre Öl- und Gasheizungen alsbald austauschen müssen. Ja, zu kritisieren gibt es da anscheinend einiges. Die Union kritisiert auch eine Einseitigkeit, jetzt mit Blick auf die propagierte Technologieoffenheit. Hat da Ihrer Meinung nach die Regierung auch in der Richtung den Blick für Innovationen nicht so wirklich scharf gestellt? Das ist doch alles sehr einstrengig, hat man das Gefühl. Das ist richtig. Wir sind auch der Meinung, man darf da im Zuge der Energiewende und des Abkommens von der Nutzung von fossilen Energieträgern nicht einseitig sich nur auf eine Technologie kaprizieren. Ich meine da vor allem jetzt auch die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist mit Sicherheit für manche eine sehr ernstzunehmende Alternative. Und die Wärmepumpe, momentan glaube ich, haben in Deutschland so in etwa 3% der Privathaushalte eine Wärmepumpe. Dieser Anteil wird und muss natürlich deutlich gesteigert werden. Nur sich allein jetzt auf die Wärmepumpe konzentrieren und zu fokussieren, halte ich wiederum auch für falsch. Zum einen mal, weil die Wärmepumpe nicht in allen Gebäuden der ideale Wärme- oder Energieträger ist, insbesondere in Altbauten, gerade auch in Mehrfamilienhäusern. Und dann möchte man sich auch nochmal vorstellen, wenn jetzt in einer Siedlungsstraße jeder plötzlich nur auf die Wärmepumpe setzt, was dies dann auch an Strombedarf auslöst. Weil jeder weiß, die Wärmepumpe braucht Strom, braucht sogar ordentlich Strom. Ja. Und die Leitungen müssen natürlich auch entsprechend dafür dann auch ausgerüstet und ausgestattet sein, ausgelegt sein. Und beim Thema Strom sind wir natürlich jetzt dann gleich auch bei einem entscheidenden Thema. Wir alle gehen gerade auch natürlich bei uns im Bayerischen Chemiedreieck davon aus, dass der Strombedarf deutlich steigen wird. Wenn jetzt jeder sich nur noch auf die Wärmepumpe kapriziert, dann glaube ich, kommen wir vom Regen in die Traufe. Wir sind zwar dann weg oder stärker weg von der Nutzung von fossilen Energieträgern, von Gas und Öl, aber haben auf der anderen Seite dann das neue Problem, wo soll denn der für die Wärmepumpen erforderliche Strom herkommen? Deswegen ist unsere Forderung, wirklich echte Technologieoffenheit an den Tag zu legen. Es gibt da gerade auch momentan natürlich in der Forschung so viele Dinge, die in der Entwicklung sind. Auch was beispielsweise auch die Kernfusion anbelangt, was Solarpanels anbetrifft, da darf man sich, glaube ich, nicht auf einen Energieträger, auf eine Wärmequelle konzentrieren. Und abseits davon halte ich es auch für grundlegend falsch, dass beispielsweise Holzpellet-Heizungen nach der jetzigen Planung der Bundesregierung, also zumindest nach dem gestern verabschiedeten Gesetzentwurf, nicht mit privilegiert sind, wenn es darum geht, den 65-prozentigen erneuerbaren Energienquellenanteil zu erhalten. Also was ist denn nachhaltiger als Holz? Der Begriff der Nachhaltigkeit geht ja allein schon auf die Holz- und auf die Forstwirtschaft zurück. Und dann aber
Holz aus regionalen Wäldern nicht als nachhaltigen Energie, als Energiequelle anzuerkennen, halte ich wiederum auch für einen kapitalen Fehler. Ja. Gut, auf das Thema wollen wir, Thema Strom und Stromerzeugung, wollen wir auch noch zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch einen letzten Blickwinkel auf das Thema Heizung werfen und Heizungsumbau, Heizungsaustausch. Was macht denn jetzt ganz pragmatisch ein Altöttinger oder Mühldorfer Gastronom, der in seinem 200 Jahre alten Traditionshaus wirtschaftet? Jetzt, dem treibt es ja schon die Schweißperlen, die Angst, Schweißperlen auf die Stirn, muss man sozusagen, weil er nicht weiß, welche Kosten auf ihn zukommen und wie er das bautechnisch umsetzen soll. Also ich würde gerne das Thema nochmal anreißen oder aufmachen, Denkmalschutz auch. Ist das da irgendwo in dem Gesetzentwurf überhaupt angesprochen? Ist es ein Thema? Also meines Wissens nach steht zum Denkmalschutz jetzt nichts im Gesetzentwurf. Der ist relativ umfangreich, der umfasst mehrere hundert Seiten. Ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt, der ist ja gestern erst verabschiedet worden und auch erst seit gestern ja uns bekannt, jetzt noch nicht von A bis Z gelesen, aber zum Denkmalschutz habe ich jetzt zumindest mal noch nichts gehört. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass diese Debatte Millionen von Privathaushalten, aber auch, wie Sie richtigerweise sagen, Frau Dr. Pezi, auch vielen Gewerbetreibenden, Gastronomen, Einzelhändlern, ja, aber auch natürlich Dienstleistungsunternehmen, die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Zunächst mal, also ich kriege auch die Rückmeldungen so, die Leute sind zutiefst verunsichert. Wollen natürlich jetzt auch wissen, was gilt denn jetzt, mit welcher Förderung kann ich rechnen, welche Ausnahmeregelungen gibt es und vor allem, ab wann muss ich mich darauf einstellen, dass ich meine Öl- oder Gasheizung austauschen muss. Ich würde jetzt mal jedem, der Schweißperlen auf der Stirn hat, jetzt mal zunächst empfehlen, sich jetzt nicht kirre machen zu lassen. Noch ist dieses Gesetz nicht verabschiedet und es wird auch noch eine geraume Zeit dauern, bis es verabschiedet wird. Das kann ich auch schon mal sagen. Wir werden mit Sicherheit im Bundestag sehr, sehr intensiv auch über diesen Gesetzentwurf debattieren. Deswegen, jetzt ist zunächst mal noch überhaupt nichts veranlasst, um da auch mal eine gewisse Entwarnung zu geben. Das ist jetzt nur meine Entwarnung auf Zeit, aber jetzt vorschnell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, was zum Beispiel jetzt das Bestellen einer Umrüstung auf eine andere Energiequelle anbelangt, erstmal nochmal abwarten. Also gerade auch, weil wirklich noch nicht klar ist, wie das Gesetz am Ende aussehen wird und ja, sicher auch bei manchen Energiequellen auch dann die Planungszeiten, vor allem auch die Bestellzeiten sehr lang erstrecken. Also zunächst mal meine Empfehlung, erstmal die Stirn abtupfen und jetzt zunächst mal abwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Na, hoffentlich kommt es an bei unseren Zuschauern. Ja, kommen wir von der zumindest angekündigten Wärmewende wieder zurück zur eigentlichen Energiewende, lieber Herr Mayer. Ein weiteres Fait accompli, das es diese Woche gab, war ja die Abschaltung der drei noch laufenden Kernkraftwerke, darunter eben auch Isar 2. Ja, und Sie erlauben mir jetzt eine sehr sozusagen kindliche Frage zu stellen, ganz unschuldig, wie es wahrscheinlich jetzt jedem in den Sinn kommt, ja, woher soll der Strom jetzt kommen, wie soll das kompensiert werden, und zwar auch so klimaneutral, ne? Mit Blick auf die Alternativen, sind das jetzt die Kohleschiffe, die aus Australien kommen? Ja, die Frage ist nicht nur berechtigt, die mag vielleicht, wie Sie sagen, auf den ersten Blick kindlich klingen, aber die ist vollkommen berechtigt und auch sehr vernünftig, weil natürlich eines klar ist, mit dem Abschalten, mit dem endgültigen Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland, unter anderem auch Isar 2 am vergangenen Samstag, ist zumindest mal vorläufig Schluss mit der zivilen Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Diese drei Kernkraftwerke haben bis zum Schluss 10 Millionen Privathaushalte in Deutschland mit Strom versorgt und haben immerhin, man kann jetzt sagen, ja nur, aber ich sage immerhin 6% des deutschen Strombedarfs gedeckt. Und diese 6% muss man jetzt erstmal ersetzen. Und natürlich sind wir als CSU nachdrücklich für den Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem
da, wo es entsprechend auch ja, sachgerecht ist. Also sprich jetzt in Bayern vor allem, was den Ausbau der Solarenergie anbelangt, der Geothermie, auch der Wasserkraft, aber in Teilen natürlich auch der Windkraft. Das macht Sinn und das ist wichtig. Nur, wir haben es ja die letzten Tage erlebt, von Frühsommer ist ja bei uns noch nichts zu spüren. Es war leider in den letzten Tagen nicht nur in Berlin, sondern auch, wie ich auch gehört habe, auch in Altötting und Mühldorf sehr viel Regenwetter angesagt. Das waren keine Tage für Photovoltaik und auch keine Tage für Windkraft. Also und gerade wenn dann die Wetterlage so diffus ist, dann bedarf es anderer Energiequellen zur Deckung des Strombedarfs. Und nachdem die Kernkraft nicht mehr zur Verfügung steht, gibt es natürlich nur im Grunde genommen zwei Alternativen. Entweder wir setzen weiter oder stärker sogar als in der Vergangenheit auf fossile Energieträger, also vor allem Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Das erfolgt auch. Wir haben jetzt so viele Gas- und Kohlekraftwerke am Netz wie noch nie zuvor, was natürlich entsprechend nachteilig sich auswirkt auf den CO2-Ausstoß in Deutschland. Und die zweite Alternative ist, Strom zu importieren aus anderen Ländern. Allen voran aus Österreich, aber auch aus Frankreich, aus Tschechien. Und wir wissen, insbesondere wenn ich an Tschechien und an Frankreich denke, aus welchen Energiequellen der Strom dort produziert wird, nämlich aus Kernkraftwerken. Nicht unbedingt mit einem höheren Sicherheitsstandard als den deutschen Kernkraftwerken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, beide Alternativen sind schlechter für Deutschland. Sowohl die stärkere Nutzung von fossilen Kraftwerken wie Gas- und Kohlekraftwerken, als auch alternative Kernkraftwerke in anderen Ländern, benachbarten Ländern, die ja alle nach wie vor auf die Kernkraft setzen, von Frankreich über Finnland, Schweden, Dänemark, Belgien bis Polen und Tschechien. Und vor dem Hintergrund habe ich kein Verständnis dafür, dass am letzten Samstag diese letzten drei Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind. Und auch hier muss ich sagen, Verständnis für die Position der FDP, dass wir zumindest mal diese drei Kernkraftwerke in Reserve halten. Und ich habe auch Verständnis für die Überlegungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, zu sagen, naja, wenn der Bund diese drei Kernkraftwerke schon nicht betreiben sollte, dann soll man zumindest mal den Ländern die Möglichkeit geben, die Kernkraftwerke, sofern sie es wollen, in Landeshoheit zu betreiben. Ja, dann würde ich gern diese Frage vorziehen, eben den Appell von Markus Söder, die AKWs wieder in Betrieb zu nehmen, eine Ländersache draus zu machen. Wäre das tatsächlich eine Option? Ist es technisch machbar oder werden da jetzt, Sie haben es ja schon eigentlich angesprochen, jetzt noch keine endgültigen Tatsachen geschaffen, um diese AKWs überhaupt nicht mehr nutzen zu können? Eine sehr wichtige Frage. Technisch wäre es machbar, noch zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, die Kernkraftwerke sind ja erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag außer Betrieb gegangen. Die müssten natürlich jetzt zumindest mal im Standby-Betrieb weiter, also jetzt ohne der Erzeugung von Strom, aber aufrechterhalten werden, sprich sie dürften nicht zurückgebaut werden. Was schwieriger ist, ist die rechtliche Komponente. Also einerseits dürfen nach dem jetzigen Bundesatomgesetz die Länder nicht in eigener Verantwortung Kernkraftwerke betreiben, sondern wenn dann nur in der Bundesauftragsverwaltung, also im Auftrag des Bundes und auch mit Weisung des Bundes. Und ich bin da kein nicht naiv und kein Illusionist. Die jetzige Ampelregierung, trotz der FDP, wird in keiner Weise Bayern oder auch Baden-Württemberg oder Niedersachsen, also den anderen beiden Bundesländern, in denen sich noch Kernkraftwerke befanden, bis Samstagnacht am Netz waren, diesen Auftrag erteilen. Die Bundesumweltministerin, die für die Kernkraftwerke zuständig ist, die Kollegin Lemke, hat ja klipp und klar gesagt, sie ist froh, dass jetzt Schluss ist mit der Kernkraft und sie wird mit Sicherheit den Ländern da nicht diese Möglichkeit eröffnen. Also es würde einer Änderung des Atomgesetzes bedürfen. Da sehe ich ehrlich gesagt momentan im Deutschen Bundestag keine Mehrheit dafür. Man muss mal sehen, ob vielleicht im Bundesrat eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung vorhanden ist. Aber im Bundestag, und das ist ja die Entscheidung dann, die entscheidende Instanz letzten Endes, gibt es aus meiner Sicht dafür keine
keine Mehrheit, sodass ich nur hoffe, dass man jetzt noch nicht beginnt mit dem Rückbau der drei Kernkraftwerke. Mhm. Aber wie gesagt, rechtlich ist auch interessant, ist die Betriebserlaubnis jetzt auch erloschen für diese drei Kernkraftwerke. Sprich, es müsste erstmal eine neue Betriebserlaubnis beantragt und genehmigt werden. Und auch hierfür sehe ich momentan beim Bundesumwelt und beim Bundesumweltministerium, das wie gesagt für die Kernkraftwerke zuständig ist, keine Aussicht auf Erfolg, dass für die drei Kernkraftwerke, also unter anderem auch für ISA 2, eine erneute Betriebserlaubnis genehmigt wird. Ja, nichtsdestotrotz gab es im Bundestag die Debatte über die Weiternutzung der Kernkraftwerke, eben auf Verlangen der Unionsfraktion. Und ein Unionskollege hat es von Ihnen so schön gesagt, das ist der Sieg der ideologischen Sturheit über die praktische Vernunft. Also ich möchte nochmal den Blick von außen etwas anwerfen. Lieber Herr Mayer, Sie haben das angesprochen, überall im Ausland legt man die Kernkraftwerke nicht nur nicht lahm, sondern man baut neue, man entwickelt sie weiter. Jetzt hat man sich hierzulande sehr echauffiert über, glaube ich, Finnland war es, wo die Grünen dort sogar die Kernkraft als wichtig erachtet haben. Ja, es ist fast schon etwas überheblich, möchte man meinen. Frage, wer ist denn da politischer Geisterfahrer, beziehungsweise wie sieht das, Sie sind ja gut vernetzt auswärtig, wie sieht das Ausland denn die Politik, die hier gefahren wird? Ja, liebe Frau Dr. Petzl, der Begriff des Geisterfahrers, den finde ich wirklich sehr treffend, weil er nämlich genau beschreibt, wie Deutschland sich bei diesem Thema, aber leider auch bei vielen anderen Themen auf europäischer Ebene verhält. Wir haben ja immer so diesen Eindruck, bei uns in Deutschland läuft alles besser als in anderen Ländern. Der Meinung bin ich schon lange nicht mehr. Ich sage auch ganz offen, jetzt, um da das nicht zu parteipolitisch werden zu lassen, auch wir in unserer letzten Zeit der Bundesregierung, auch in der letzten Legislaturperiode, haben nicht alles perfekt gemacht und haben Fehler gemacht. Und auch wir waren nicht unbedingt immer in allen Themen besser als die anderen EU-Länder oder als andere Länder insgesamt. Aber momentan ist es, fällt es schon ganz besonders auf, dass wir bei vielen Themen wirklich eine Extrawurst für uns beanspruchen, dass wir, wie Sie richtig sagen, Geisterfahrer sind und mir dann immer dieser Witz einfällt, zwei unterhalten sich und hören Verkehrsfunk und sagen, dann heißt es, es ist zwischen der Anschlussstelle A und B ein Geisterfahrer unterwegs und der andere meint, einer, 20 oder 30. Also es ist in der EU genauso. Ja. Alle anderen setzen auf Kernkraft, wir tun das Gegenteil und sind damit natürlich dann auch die, die den schwarzen Peter haben, im wahrsten Sinne des Wortes, was die Erhöhung des CO2-Ausstoßes anbelangt. Mhm. Auch beim Thema Migration, jetzt ein ganz anderes Thema, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, alle anderen von Finnland über Schweden bis Zypern, Griechenland und Italien, die ja gerade den Notzustand, ja, den Ausnahmezustand erklärt haben, wollen weniger Migration. Wir sagen im Grunde genommen, jeder, der für sich persönlich die Entscheidung getroffen hat, nach Deutschland zu kommen, der mühselig und beladen ist, darf nach Deutschland kommen. Also bei vielen Themen fahren wir wirklich als Geisterfahrer durch Europa. Auch beim Thema Unterstützung jetzt im Zuge der Energie- und Strompreiskrise. Die anderen Länder haben sich da eher zurückgehalten, auch was die finanzielle Unterstützung anbelangt. Wir haben 200 Milliarden Euro, also ungefähr oder so, die Hälfte eines normalen Bundeshaushaltes an zusätzlichen Schulden aufgenommen, um jetzt Unterstützung zu leisten in Sachen Energie- und Strompreiskrise. Zum Glück, sage ich mal ganz offen, das meine ich auch sehr ernsthaft, wird, so wie es aussieht, ein Großteil der Mittel gar nicht benötigt, weil zum Glück der Winter durchaus deutlich milder war und es doch nicht ganz so schlimm gekommen ist, dieses Armageddon, das viele im Oktober noch befürchtet haben, sich so nicht herausgestellt hat. Also deswegen ist dieser Begriff des Geisterfahrers gerade auf europäischer Ebene in vielerlei Hinsicht aus meiner Sicht sehr treffend. Und ich kann uns und Deutschland und auch der Bundesregierung nur empfehlen, nicht immer zu glauben, am deutschen Wesen muss die Welt genesen, sondern nach dem Motto, wir erklären allen anderen mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger, was sie zu lassen oder zu tun haben und übersehen dabei,
dass viele in Europa und auch außerhalb Europas mittlerweile der Meinung sind, das ist uns egal, dass die Deutschen hier mit dem Finger auf uns zeigen oder uns immer vorschreiben wollen, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir machen das, was wir für richtig empfinden. Und da, von dieser Haltung müssen wir uns als Deutsche wirklich schön langsam, aber ich sage mal eher doch lieber schneller als langsam lösen, dass wir immer als der Moralapostel durch den Globus oder auf dem Globus reisen und allen erzählen, was Deutschland doch so viel besser macht und was sie endlich übernehmen sollten. Ja, historisch gesehen, politische Geisterfahrten haben Deutschland eigentlich nie gut getan. Bleibt noch zu erwähnen. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesen Entwicklungen, die Sie auch angesprochen haben. Kernfusion zum Beispiel, das ist ja ein Thema, da wird experimentiert, durchaus mit Erfolg in den USA, in China. Oder auch die Weiterentwicklung der Kernkraft. Bleibt die Frage, ja, wie sieht es da bei uns aus? Wird da noch in der Richtung, in die Forschung rein investiert oder bleiben wir da auch abgehängt auf lange Sicht? Die Kernfusion spielt eine ganz interessante Rolle und wird auch in Deutschland zum Glück auch geforscht, um zur Kernkraft auch klar zu sagen. Also ich möchte auch keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bin nicht der Meinung, dass wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag an der zivilen Nutzung der Kernkraft festhalten sollten. Es war ja auch immer schon unsere Position als CSU, dass die Kernenergie nur eine Übergangstechnologie und Energiequelle sein kann. Wir haben zum Glück bei uns die besten und die sichersten Kernkraftwerke gehabt. Zum Beispiel das Werk bei Landshut in Essenbach, Ohu 2, hat keinen einzigen Störfall gehabt. Das ist auch ein wichtiges Signal. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es richtig ist, dass wir mittel- oder langfristig rausgehen aus der zivilen Nutzung der Kernenergie. Ich bin im Nachhinein auch der Meinung, es war falsch, nach dem Tsunami in Japan, nach Fukushima 2011, sehr ad hoc und ich finde sogar aktionistisch, diese Entscheidung zu treffen, bis Ende 2022 auszusteigen. Ich muss da selbst natürlich auch zugeben, ich habe damals dem Beschluss auch zugestimmt, aber kann eines noch sagen, das ist auch in meiner bisherigen Laufbahn die mit Abstand schwierigste Entscheidung gewesen und wie gesagt, ich räume auch ein, habe damals auch für eine längere Übergangsperiode plädiert, aber konnte mich damals auch nicht durchsetzen und habe dann am Ende trotzdem zugestimmt, das sehe ich heute schon auch als Fehler an, aber trotzdem ist es richtig, dass wir natürlich rausgehen aus der zivilen Nutzung der Kernenergie. Nur, und das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns und der Ampel und vor allem zwischen uns und den Grünen. Die Grünen haben jetzt apodiktisch und wie Sie richtigerweise auch gesagt haben, ich finde auch ideologisch indoktriniert diese Entscheidung getroffen. Und wir sind der Meinung, zumindest jetzt in dieser schwierigen Phase, in der sich Deutschland und die Industriewelt befindet mit hohen Energie- und Wärmepreisen und Strompreisen, wäre es zumindest mal für einen Übergang von 2-3 Jahren noch sinnvoll gewesen und wäre es auch weiterhin sinnvoll, die in Deutschland verbliebenen und am Netz befindlichen Kernkraftwerke weiter zu nutzen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ich bin aber nicht insoweit Kernkraftfetischist, als dass ich sage, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag müssen die Kernkraftwerke in Deutschland am Netz bleiben. Ja, in diesem Sinne schauen wir doch abschließend noch ganz positiv von der Bundespolitik in die Region. Passt ganz gut, finde ich, zum Thema A94. War ja auch kürzlich der Besuch des Ministerpräsidenten mit dem Landrat Max Heimann und Ihnen bei einem Ortstermin in Schwindeck. Das ist doch so ein Innovationspush, der die Region durchaus eben nicht abgehängt dastehen lässt. Was meinen Sie? Ich fand den Besuch von Markus Söder bei uns in der Region sehr wichtig, aus mehrerlei Gründen. Er war ja nicht nur in Schwindeck im Zuge der Einladung von Max Heimer, sondern er war auch in Burghausen. Und er hat in beiden Orten klar zum Ausdruck gebracht, er insbesondere als Ministerpräsident, die Staatsregierung aber insgesamt haben ein klares Augenmerk auf unsere Region. Wir sind, wie Sie richtig sagen, keine vergessene, verlorene oder abgeschriebene Region. Auch wenn wir, und da sind wir auch stolz drauf, ländliche Region sind, sind wir eine starke, auch eine wirtschaftlich starke Region. Und was ich so interessant fand an dem Termin in Schwindeck war, erstens hat Söder sofort zugesagt, die Machbarkeitsstudie zu finanzieren.
für beispielsweise der Erstellung von Photovoltaikanlagen entlang der A94, die auch kombinierbar sind mit Lärmschutz. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Nachdem die A94 fertiggestellt wurde, waren nur 2 Wochen später die ersten Anwohner bei mir zurecht auf der Matte gestanden und haben sich über die deutliche Zunahme des Lärms beschwert. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Ich konnte zwar mit dem damaligen Bundesverkehrsminister Scheuer noch eine Lösung im Kleinen erreichen, dass die Übergangsstellen an den Brücken geschlossen werden, die ja vor allem auch dieses Klacken bei der Überfahrt für erheblichen Lärm sorgen. Aber das ist natürlich jetzt nur mal ein erster Schritt gewesen und ich finde es persönlich sehr bedauerlich, dass auf meine Anfrage hin das Bundesverkehrsministerium gesagt hat, es sieht überhaupt keine Notwendigkeit, in Sachen Lärmschutz noch weiteres zu unternehmen entlang der A94. Ja. Und deswegen finde ich es richtig, dass der Landrat Max Heimerl gemeinsam mit mir als auch die Initiative ergriffen hat und vor allem auch mit den Standortbürgermeistern entlang der A94, dass wir hier tätig werden wollen. Und wir haben es ja auch beispielsweise in Niederbayern erlebt, dass Autobahnen sehr wohl auch Wachstumsschneisen sein können. Und ich glaube, dass die A94 auch eine Wachstumslokomotive im wahrsten Sinne des Wortes für unsere Region, für die beiden Landkreise Mühldorf und Altötting sein wird. Und dass sich entlang der A94 sehr viel auch an Gewerbe, an Wirtschaft entwickeln wird. Und das ist bei dem Besuch von Markus Söder in Schwindeck beim Holzberg Obermeier, finde ich, wirklich sehr eindrucksvoll und sehr anschaulich zum Ausdruck gekommen. Das ist schön, da können wir ja positiv in die Zukunft schauen und mit Spannung auf die nächsten Wahlen blicken. Lieber Stefan Meyer, wir sind schon am Ende wieder unseres Interviews. Wie immer sehr kurzweilig. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, für Ihre Zeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder unterhalten an der Stelle. Sehr gerne, Frau Dr. Pezi. Liebe Grüße an Sie und natürlich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles Gute. Ist somit angekommen. Liebe Zuschauer, auch von mir vielen Dank für Ihr Interesse. Bis bald an der Stelle.